Hi, du magst die Serienbildfunktion deiner Sony-Kamera voll ausnutzen oder planst in 4K mit mehr als 30 Bildern in der Sekunde aufzunehmen oder mit 140 Mbits in S-Log 2 oder 3, dann geht das leider nicht auf Dauer gut mit einer SD-Karte aufgrund der etwas langsameren Lese-Schreibgeschwindigkeit. Deshalb schauen wir uns heute eine CF-Express-Karte vom Typ A an, die ich mir selber gekauft habe für die Sony Alpha 7 Mark IV. Ich wollte letztens in 4K 50 aufnehmen und musste feststellen, das Ganze funktioniert nicht und wird von der Kamera unterdrückt, weil ich nur eine SD-Karte eingelegt hatte. Slow Motion ging auch nicht, da hat mir auch die Kamera gesagt, sorry, ist nicht. Deshalb musste ich mich schlussendlich überwinden, mehr als 300 Euro auszugeben für eine Speicherkarte mit nur 160 GB Speicherplatz. Diese Speicherkarte gibt es in 80, 160, 320 und 640 GB und die 640 GB Version kostet über 1000 Euro. 80 GB war mir etwas zu wenig und bei 160 GB konnte ich sagen, gut, damit kann ich wenigstens mindestens mal 45 Minuten aufnehmen in 4K 50 in S Log oder auch in Slow Motion, wenn ich Lust habe. Wem über 300 Euro zu viel sind, dem kann ich die 80 GB Version empfehlen für irgendwie 180 bis knapp 200 Euro. Den Link dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. Dadurch kannst du die Serienbildfunktion deiner Sony-Kamera natürlich jetzt voll ausnutzen oder in 4K 50 oder 60 aufnehmen und Slow Motion ist auch kein Problem. Allerdings wird die Karte recht schnell warm, das ist mir aufgefallen und die Verarbeitungsqualität finde ich auf jeden Fall deutlich schlechter als von den CFast Express Karten vom Typ B, die ich natürlich nicht an meiner Sony-Kamera nutzen kann. Ich musste erschreckenderweise feststellen, dass wenn ich nur in 4K 25 mit 140 Mbits in der Sekunde ohne S-Log aufnehme, dass ich nach unter 5 Minuten schon eine Warnung bekommen habe, dass die Kamera zu heiß geworden ist. Das wollte ich euch nur sagen, das hat zwar nichts mit der Speicherkarte zu tun, war allerdings trotzdem verwunderlich, dass es nach so kurzer Zeit bei der Bildrate schon passiert. Dafür habt ihr natürlich eine deutlich schnellere Übertragungsrate auf euer Tablet oder auch Surface, Chromebook oder MacBook mit diesen Karten als mit einer herkömmlichen SD-Karte. Meiner Meinung nach könnte die Qualität, also die Haptik dieser Karte etwas besser sein, auch wenn das mein sehr subjektiver Eindruck ist. Falls dir dieses Video gefallen hat, kannst du gerne einen Kommentar und ein Like da lassen. Und wenn du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, Link zu dieser Karte in der Videobeschreibung. Bis ganz bald und ciao.